Ja, halli, hallo, liebe Laserzaunfreunde, ich bin's, der Tenshi, und zusammen mit dem Ultbull. Mo. Spielen wir Factorio Together und wir haben gerade gesehen, warum ist denn hier unser Laserzaun kaputt? Der war mal so schön, jetzt ist er kaputt und warum wahrscheinlich, steht er? Wahrscheinlich waren die bösen Mistviecher das, ne, die haben keinen Strom mehr. Hä? Die Force Field Dinger, die haben keine Energie. Wie sieht denn unsere Energie aus? Oh. Oh. Hä, warte mal, nee. So rum ist es ja richtig, ne? Wenn es nee, andersrum wäre. Nee, aber wir sind sehr knapp. Wir sind sehr knapp. Was? Nee. Wir verbrauchen, wir erzeugen weniger, als wir verbrauchen. Also sind wir nicht knapp? Wir sind, ultra knapp. Also wir haben einfach zu wenig Strom. Oh, Mann. Mann. Aber ich will das auch nicht, ich will diesen Strom nicht bauen, weil dann weiß ich ganz genau, wir können die Kompressoren ausstellen irgendwann mal. Das wäre, glaube ich, gut. Aber wir bauen jetzt erstmal genüsslich weiter. Ich habe ja hier vorgehabt. Ja, würde ich auch sagen. Hier geht das Gleis ja wieder raus. Wobei, ich muss hier oben nochmal was bauen. Und mal gucken, ob das so klappt. Also, ich würde gern, Ultbo, du bist ja gerade hier oben, ne? Ja, ich mache gerade Mauer die noch Mauer. Fertig. Ich würde sagen, das obere Gleis für Lava, das untere Gleis für dieses Eisen. Also das Erz, okay. Das ankommt. Mhm. Weil das wird ja bloß hier, der Zug bleibt stehen. Dann kommen die Flugroboter, laden das aus. Aber bei der Lava müssen wir es ja richtig ausladen. Da brauchen wir mehr Platz dafür. Ich könnte es auch noch weiter unten ansetzen, wenn du willst. Nee, mach. Ich kümmere mich gerade um die Verteidigung hier. Okay. So, dann ziehen wir das Gleis auch noch raus. Das ist ja In- und Durchfahrtsgleis. Das heißt, wir brauchen keine zwei verschiedene Richtungen. Wir brauchen bloß eine Richtung. So, und deswegen kann man hier richtig schön rausfahren. Na? Na, jetzt wird es wieder dunkel. Nein. Ich habe den Strom noch nicht geholt. Ich habe noch keinen Strom hier oben. Deswegen wollte ich ja eigentlich mit den Gleisen anfangen, damit wir den Strom haben, aber das funktioniert noch nicht so richtig. Sup, passt. Und hat Luft, wackelt auch ein bisschen. Perfekt. So, hier müsste jetzt schon Strom sein. Habe ich eine Hochenergielampe einstecken? Ich habe und... Nein, noch kein Strom da. Abgesehen davon, dass wir sowieso keinen Strom haben, richtig. Oh, eigentlich müsste hier unten schon Strom sein, oder? Aber da müssen wir uns echt nochmal drum kümmern. Nee. Das ist... Aber das ist wieder, dann kackt uns wieder die ganzen Mods ab und dann können wir wieder ewig nicht connecten und dann ist alles wieder so kacke. Ja, vielleicht machen wir das offscreen nach der letzten Folge. Ja, ich glaube, wenn wir den Strom kümmern, müssen wir echt offscreen machen, weil es echt gefährlich ist. Es klingt zwar echt komisch, aber das ist echt gefährlich, weil dann teilweise, das letzte Mal hat man ja echt ewig gebraucht, bis wir dann wieder connecten konnten. Ja. Wir wollten schon aufgeben. So, dieses Signal kommt dann einfach hier hin. So, jetzt müsste Strom oben sein. Hast du eine Lampe, die an ist? Nö. Doch, jetzt, hier ist er an. Also die eine ist an schon mal. Okay, da bin ich zu weit reingezoomt. Ah, jetzt, okay. Die andere kriege ich gerade nicht an. Muss halt auf dem Monitor sein, damit das leuchtet. So, ja, auch nochmal eine Lampe. Sehr schön. So. Okay. Dann. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist doch mal ganz gut. So. Hier können wir ein Gleis machen, dass wir sagen, hier wird nochmal abgetrennt. Ich will, dass die draußen, weißt du, dass die von draußen direkt sich auftrennen und sich dann erst auf das reguläre Gleis fahren, auf was sie sollen. So. Hier muss ich wieder ordentlich Holz hacken, aber ich bin ja bekannt als Holzhacker Tenshi. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Erfahrung schon mit drin. Schon bei Minecraft habe ich das... Oh, das kannst du so nicht machen hier. Ach, ich habe einfach nur durchgezogen. Das kannst du nicht machen. Weg damit. Doch, das kann ich. So. Siehst du doch. Nein. Nein, das sehe ich nicht ein. So. Das siehst du doch, dass ich das kann. Also hier ist genug Platz hoffentlich für unseren mega fetten Zug. Ich baue schon mal eine Haltestelle. Baue ich dann hier hinten. So. So weit wie möglich, würde ich sagen. Ja, nicht so weit wie möglich, aber so. Und das nenne ich jetzt schon mal. Wie heißt das? Das ist unsere Mega-Schmelze. Mega-Schmelze. Genau, alles mit Mega ist so richtig krass. Mega Schmelze, Erz. Erze. So. Jetzt habe ich den Namen nicht gesehen, wie er vorher war. Mist. So, das heißt, man könnte mich jetzt, wenn ich das Gleis angeschlossen habe, dann direkt auch schon den Mega-Zug herfahren lassen. Der sollte dann eigentlich den Weg automatisch finden. Lalalala. Vielleicht soll ich meinen Laser verwenden. Wie war das mit C? Ja. So. Ja, oh lol, ein Schuss und dann ist der Baum ist weg. Nice. Wenn man die Bäume nicht irgendwie noch anklicken müsste.
Macht Platz, hier kommt die Straßenbahn. Ich meine natürlich eine richtige Bahn, eine richtig große. Aber ist schon cool. Da habe ich nicht immer so viel Holz einstecken. Nein, Autosave. Geh weg. Zum Glück. Ich kille gerade Bäume. Supp. Okay. Eine schöne Schneise gezogen. Vielleicht ein bisschen verrutscht. Bin ich verrutscht. Das tut mir ein bisschen leid. Ein bisschen Schiene kaputt gemacht. Auch kein Problem. So, ich glaube, ich bin durch. Hihi, ich bin durch. Ich bin auch soweit durch. Jetzt müssen wir nur noch das Band beladen und ja, brauchen noch irgendwie 3 Millionen. Na, ich bin noch nicht durch. Na, hier ist noch was. So. Dann machen wir hier noch die Schiene dann rein. Bau erstmal noch eine Ladung intelligente Greifärmchens. Okay, mach das. Ich mach sowas ähnliches cooles. Nein, das kommt weg. Ach, dieser kleine Müll, der immer rumliegt, der muss weg. Okay, und ich bin connected. Ich bin connected. Dann machen wir hier einfach mal eine Kreuzung draus. Warum auch immer. Warum auch immer ich da jetzt ein Signal gesetzt habe. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Das hat, glaube ich, nicht so einen Sinn, den ich jetzt gesetzt habe. Das ist nicht so ein Sinn. Okay. Ja, ich muss auch gerade. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum mache ich denn hier eine Kreuzung? Warum mache ich sowas? Weg damit. Brauche ich nicht. Den dann lasse ich da stehen. Ich habe jetzt sinnlos Signale gesetzt gehabt. Hier ein Signal, hier eins und da eins. Als ob hier irgendwo eine Kreuzung wäre oder so. Das ist ja eh bis eine Richtung. Nö, der fährt ja nur. Geht nur in eine Richtung, also das ist total sinnlos. So, jetzt müssen wir eigentlich uns einen Zug holen können. Da oben drüben ist noch ein... Warte mal, ich lösche das noch schnell aus. Das Dorf da drüben. Das nervt mich nämlich. Wir haben hier noch keine Verteidigung, ne? Nicht, dass ich muss nach unten laufen. Hier. Oder so. Oder muss ich nicht bloß nach unten laufen? Das ist doch Verteidigung. Hier zum Beispiel, da haben wir hier Oki-Türmchen. Die hauen die schon um. So, habe ich wenigstens noch schnell weggehauen. So, wie sieht's aus? Super, werden alle weggeschnabuliert. Okay. So, ich hau hier gerade noch die Türen rein. Oh, das Ganze Türen. Hier schön. Häuser mit Türen sind toll. Ja, ne? Die mag ich ja voll. Oh, ich weiß auch, wie das damals war, als sie noch nicht gab, ey. Als sie eingeführt wurden, sind wir uns gefreut haben. Ich weiß nicht, Mods gab es da glaube ich noch nicht. Nee. Ich wäre fast überfahren worden. Aber es wäre kein Problem gewesen. Ich bin ja robust. So, hier ist unser Megazug. Den fahre ich dann direkt schon mal da hoch. Also, Hauptbahnhof brauchen wir nicht mehr. Raus aus der Liste. Koslani. Wir haben echt den Namen noch nicht geändert gehabt da oben. Okay. Megaschmelze Erz. Das kommt jetzt dazu. Da hält der von mir aus 30 Sekunden. Das reicht erstmal. So, wir fahren mal dahin. Wir fahren zur Megaschmelze. Hat das natürlich sofort den Weg gefunden. Ganz klar. Alter, der fährt voll den Umweg jetzt, aber muss er jetzt erstmal fahren, wenn er vom Bahnhof aus startet. Erstmal in den Kreisverkehr. Erstmal in den Kreisverkehr. Fährt er schön vorbei wahrscheinlich mit seinem Fullspeed. Ja, schön dann alles vorbei. Ach, wir haben so ein schönes Schienennetz. Ich mag unser Schienennetz. Und dann müsst ihr jetzt hier hochfahren, genau. Und dann nach rechts, bitte einmal. Wow! Ach, schade, ich habe so gut gezielt. Ja, ja. Ach Mist. Oh, der Zug passt gut rein. Der passt schön rein. Oh, das sieht gut aus, ja. So, und dann stoppe ich den hier. Und dann kommen wir hier. Ja, arbeiten wollte ich gerade sagen damit. Was soll ich denn hier arbeiten damit? Aber ich kann ja den Lava-Zug quasi, den können wir auch dann hier irgendwo hinstellen. Das ist ja die Frage, wo du den gern hättest nachher. Weil die Lava muss ja dann nochmal ja, hoch und so. Ah, so viel Schmelzen passen hier gar nicht rein, ne? Da müssen wir echt gucken nachher. Ich habe da oben zwei hingestellt. Ja, ich sehe es schon. Mega Schmelze Erze. Oh Gott. Was? www. Oh nein, da ist eine Werbung. Schnell weg. Mega Schmelze. Ja, Lava. Hier auf den Pfeil. So. Da habe ich jetzt schon mal einen Mega Schmelze für Lava gemacht. Und der müsste jetzt eigentlich seine Bahn ziehen können. Das ist Koslani, kotzt mich an, dass der Name so heißt. Irgendwann, wenn wir wieder da hinten sind, dann machen wir das. Ich lasse den jetzt einfach mal seine Bahn ziehen. Warum nicht?
Soll er sich da schön, ja, machen und so. Soll er das schön machen. Jetzt müssen wir bloß noch an Lava kommen. Jetzt müssen wir bloß noch an Lava kommen, Ultbull. Sonst können wir die ganze Fabrik gar nicht aufbauen. Du hast gesagt, dass Lava hier, wenn wir, dass über, deswegen über haben, dem Kupferfeld ist deswegen Lava. Haben wir ja dieses Kupferfeld auch da oben, glaube ich, gebaut, weil wir da auch schöne fette Lavaquellen hatten. Die haben wir, glaube ich, direkt mit eingebunden, oder? Nee. Hm, da müssen wir da drüber noch das Alien-Dorf wegmachen. Hier ist ein Lava, hier sind zwei Lava, drei, hier sind mal vier. Und da oben haben wir Verteidigung, ich bin nicht sicher. Wir haben Verteidigung. Wo ist denn jetzt die Lava genau, Ultbull? Direkt drüber über dem Öl. Ja, sehe ich gerade. Das sind drei Stück. Ja, ich sehe es auf der Karte schon. Ein Punkt und nochmal drei. Genau. Und links sind nochmal Haufen. Und links da waren auch nochmal welche. Da müsste man durch dieses kleine. Da ist ein Riesendorf. Ah. Aber ich glaube, die vier Dinger da sollten ausreichen. Ja, wir haben da unten, glaube ich, nur einen. Ja. Aber wir haben doch bestimmt schon eine bessere Lava-Pumpen und sowas. Da braucht man extra welche, ne? Hier. Ja. Ölförderturm. Ich glaube, da braucht man spezielle. Bist du da unten zufällig? Geothermatische Extraktor. Okay, da. Vier Stück. Wie viel brauche ich? Vier brauche ich. Da baue ich mal genau vier. Aber da müssen wir den Bahnhof hier oben, der Ölbahnhof, den müssen wir dann. Oder wir machen einfach einen extra Bahnhof. Ich fange schon mal an zu bauen. Mit schönen Schienen. Machen wir oben einen extra Bahnhof rein. Dann schicken wir den gerade hoch. Einfach gerade hoch und dann wieder zurück. Gut, jetzt brauchen wir noch Cheddar-Ram. Man kann Bahnhöfe nur gerade setzen. Ich bin gerade nicht sicher, wie lang muss der sein. Mal hier, dieser Zug, den wir hier haben, das sind zwei. Wie viel wollen wir dran machen? Zwei Waggons? Dann haben wir einen Vierer-Waggon. Muss also so groß ungefähr sein. Okay. Ja, bauen wir einfach quasi so nach. Dann können wir hier die Lava von hier unten nehmen und von hier oben irgendwie verbinden. Oder ich mache den direkt hier den Zug hin. Ja, machen wir ihn einfach direkt hier hin. Dass wir das hier einfach erweitern vielleicht. Das ist eine gute Idee. Machen wir den genauso lang. Machen wir hier hin. Dann holen wir einfach das Öl, sag ich schon, die Lava von oben runter. Mhm. Und dann fahren wir wieder rückwärts raus oder so. Deswegen haben wir auch zwei Waggons, dann haben wir eh immer gut. Der kann auch rückwärts wieder rausfahren. So. Würde ich dann hier einfach so mal kurz gucken. Ungefähr hier. Okay. Der fährt rückwärts wieder raus, muss aber auf die richtige Spur, weil das ja zweigleisig ist. Also bauen wir hier das so. Ja, das neue Zuginterface kommt erst mit dem nächsten Update. Ja. Ultbull. Schön. Einfach so aus dem Nichts. Ja, ja. Leider können wir das neue Interface noch nicht verwenden, Ultbull. Aber ja. Ich finde es echt schade. Also wir sind wirklich am Überlegen, ob wir so ein bisschen, ob wir eine neue Staffel anfangen und so. Es ist aber auch ein bisschen schade in dem Sinne, weil irgendwie, wie soll ich denn sagen? Es ist schade in dem Sinne, weil wir dann dieses geile Bauprojekt, was wir ja gerade haben, ich finde das echt cool, dann irgendwie abbrechen müssten. Das finde ich echt schade so. Aber deswegen, aber es macht echt Fun, das zu bauen gerade. Jetzt noch ein bisschen Lava ranbringen und so. Dann haben wir irgendwann so eine geile Schmelze, so. Oh, oh. Finde ich cool. Was ist los? Ultbull, oh. Ultbull stirbt wieder. Ultbull killt sich wieder. Nee. Stromprobleme, glaube ich. Weil hier hat nämlich alles gerade keinen Strom. Oh, oh. Bestimmt, weil ich zu viel Strom klaue. Ja, wir haben halt diese Kompressoren. Kannst du die vielleicht ausmachen? Die pressen, glaube ich, mit am meisten. Mal kurz gucken, ob die überhaupt noch an sind. Ja, ich brauche irgendwo mal einen Mast. Ich komme hier nicht rein. Ja, ich gehe mal nach unten. Moment mal. Ach, hier gibt es zwei Züge. Ach, scheiße, hier sind zwei Züge. Ah, hier fahren zwei Züge rum. Da muss ich doch noch ein bisschen umbauen. Ja, die Kompressoren, die acht Stück, die brauchen 106 Megawatt. Das sind da, wo wir diese ganzen Dinger, diese Diamanten pressen und so. Ja, die Schaltkreise da, ne? So, dass du da vielleicht mal welche ausmachst. Weil 106 Megawatt und das zweitverbrauchteste ist 6,6. Also,
Ja, die fressen einfach übelst viel. Und jetzt habe ich hier einen schönen Stau verursacht. Nice. Gemacht? Rechts unterm Bahnhof irgendwo. Und, oder bei den Schaltkreisen, glaube ich, wo wir die anderen Schaltkreise machen. Ja, ich. Ach, die Dinger. Ja, 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 ja. Ja, hier ist auch alles kräftig am Arbeiten noch. Wegen das heißt, was? Die müssen weg. Die haben halt diese blöden Diamanten hergestellt, ne? So. Das heißt aber, der kann auch nicht runterfahren, wenn da einer drin ist. Ja, wir haben 100, 111 von diesen Logik-Diamanten. Auf dem einen und auf dem anderen sind auch nochmal so 118. Ah, so geht's. Nein, so geht's nicht. Dann ist der wieder grün. Ah, Kacka. Kacka. Okay, ich schalte die mal ab. Macht einfach mal das Rezept raus. Ah, Mist. Naja, egal, dann bleibt er da. Und ah. So, jetzt soll es aber strommäßig wieder besser ausschauen. Oh ja. Viel besser, Denji. Viel besser. So viel besser, ja? Mhm. Ich baue ja mal ein bisschen um. Ah, warte, ich hätte ja auch mit den Kettensignalen vielleicht arbeiten können. Ah. Jetzt schaue ich mal kurz, weil jetzt könnte ich nämlich, wenn der jetzt hier hochfährt. Nö, 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 nö. Ne? Immer noch kein Strom hier. Ach, weil der Zug gerade da steht oder was? Ne, ich verstehe das nicht mit diesen Stromkabeln hier. Teilweise haben die Dinger Strom und teilweise haben sie wieder gar keinen Strom. Der ist jetzt das Problem. Es muss weg. Es muss da sein, aber gleichzeitig auch weg, wegen dem Mist. Okay. Ah, ich bin dumm. Moment, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, die Steuerkettensignale waren die. Was habe ich hier? Item Collector? Ne, Item Collector wollen wir nicht. Bin mal ganz kurz gucken hier. So. Ich bräuchte jetzt hier mal einen Zug hier oben. Kacka. Ich hoffe, hier kommt bald mal ein Zug hoch. Weil sonst kann ich das hier nicht testen. Sonst kann ich das nicht testen. Ich brauche einen Zug, Old Bull. Was? Mal reiche mir einen Zug. Dann müsste ja bald mal bei dir ankommen, oder? Naja, ich hoffe mal, dass der Ölzug halt, der brauche ich noch ein bisschen. So, dann machen wir nämlich hier. Ja, ich brauche noch einen Haufen Krakon-Mauern, Old Bull, damit wir auch die Lava und sowas extrahieren können. Und ich schaue mal, ob ich da oben in der Zwischenzeit mal was kaputt schießen kann. Hier oben war ja eigentlich... die sind so weit weg. Eigentlich würden die gar nicht stören, aber... Weil ich nun mal ich bin, baller ich's weg. Stirbt! Stirbt, 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 stirbt. Keine Ahnung. Oh nein! Das war nah. Da hab ich mich fast auch gekillt. Der Old Bull. Der Kronk. Wie der Kronk. Ja, genau, der Kronk. Ich habe halt so oft Kronk zu Old Bull gesagt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ist. Kleiner Kronk-Fanboy. Warst du? Ja. Ja, wahrscheinlich. So. Ich muss eigentlich bloß das gleiche aufbauen, wie wir hier schon gebaut haben. Wir brauchen bloß diese Pumpen. Pumpe in the Tank Wagons. Und das war's. Dann brauche ich noch einen Zug. Und dann haben wir hier fette Lava. Ich weiß gar nicht, was der Ulpo eigentlich die ganze Zeit baut. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Weil ich würde das schon. Verteidigung? Okay, du machst nur die Verteidigung. Okay, solange du jetzt nicht an der Basis baust, weil das würde mich dann schon interessieren. Würde ich natürlich auch gerne mitmachen. Hallo, ich mache hier nur verteidigungsmäßig ein bisschen was. So, und ich mache schon mal die Thermal-Extractors hier drauf. Einmal nach da, einmal nach unten und einmal nach da. Dann kann man hier schöne Rohre schön verbinden. Die Lava. Dann kann die Lava schön verbunden werden. Lava. So, ein paar Steinrohre. Steinrohre sind einfach imba. Die Lava. Lava. Ich brauche mehr Steinröhrchen. Am besten vielleicht einfach unterirdische nehmen. Die sind immer am besten eigentlich. Können nicht so schnell kaputt gemacht werden, weil sie nicht so oft im Weg stehen. Und Aliens, das wissen wir ja, die greifen die nur an, weil die immer im Weg stehen. Dann brauche ich noch die Pumpen. Von Yooki waren die, ne? Yooki Flüssigkeiten. Da sind die Rohrpuffer. Nee. Hä? Bin ich blind? Wo sind die? So, und okay. Hä? Wo waren denn diese Pumpen? Weißt du das noch? Yooki Agrar, Yooki Energy? Ich habe noch nie eine Yooki Pumpe verwendet. Hä, hey, haben wir da keine gebaut dafür? Nee. Hier unten? Ja, was sind das dann für welche? Hier ist übrigens ein Zug, den stoppe ich mal.
Jetzt Ach so, die gucken. Dinger meinst du? Die sind bei Railways, sind die drin. Okay, das Kettensignal tatsächlich funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Railways, das gucke ich gleich mal. Mal kurz gucken, ob hier... Gleich in der zweiten Zeile bei mir. Wenn Tatsache. Du die meinst, Der kommt raus und... Ah, ich verstehe. Ah, die Kettensignale gucken also einfach immer ein bisschen weiter, als sie sollten. Ah, ist interessant. Okay, so haut es auf jeden Fall hin. Der wartet jetzt hier. Perfecto Mundo! Ja, ich brauche die Pumpe into Tank Wagon. Yoki Railways. Also doch von Yoki. Ja, ja. Okay, meine Kreuzung funktioniert. So. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass auch Lava und sowas funktioniert. Nicht, dass wir das jetzt umbauen und dann alles gar nicht so funktioniert. Ja, aber ich denke mal, jede Flüssigkeit wird gehen, ne? Das können wir ja dann gleich testen, ist ja kein Ding. Sag aber bitte vorher Bescheid. Was, bevor was explodiert? Nee, bevor wir abstürzen und ich nicht gespeichert habe. Ja, das mache ich dann. Das mache ich dann, wenn es soweit ist, Leute, wenn es soweit ist. Verteidigung läuft soweit. Der Supportwagen kommt aber noch nicht hier oben an, ne? Den hast du noch nicht eingestellt, ne? Nö. Okay. Ach shit, wo soll denn der jetzt auch stehen bleiben? Weil der muss ja auch ankommen. Am besten auf dem unteren Gleis. Ja, doch, kannst du machen. Da müssen wir bloß da ein paar Kisten irgendwie hinstellen noch, ne? Die müssen ja irgendwo ausgeladen werden, das Zeug dann. Ist nicht so einfach. So, Railways, wollte ich. Kyoki Railways. Kyoki Railways, da haben wir sie. Fluts vom Tank und das ist into Tanks. Da brauchen wir 1, 2, 3, 4 Stück haben wir dafür verwendet. Wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt haut der gerade ab, der Zug. Wäre schön gewesen, wenn ich den gehabt hätte, weil jetzt müsste ich eigentlich noch Züge bauen. Ich kann zwei Elektro-Dings bauen und ich bräuchte aber allerdings noch diese Tanks. Hä, die Tanks sind dann von Yoki gewesen, oder wie? Ich glaube. Welche Tanks haben wir da verwendet? Da haben wir, glaube ich, die... welche haben wir da genommen? Tank Blue? Tank Orange? Das ist aber doof. Oh, shit. Ja, was los? Das ist aber doof. Warum ist denn das wieder doof? Dabei die beide ja dann auf gleichen Gleis ankommen, oder nicht? Ja. Da muss der eine Zug halt immer warten, wenn der andere reinkommt. Wenn der andere Zug, wenn der Supportzug, der fährt ja so viele Stationen ab, der ist nicht so oft da. Und der hält auch nicht sehr lange. Der bringt ja nur kurzzeitig was nach, weil so viele Munition und Reparaturkits braucht man gar nicht. Ich muss jetzt mal gucken. Aber den brauche ich jetzt gerade mal. Den müssen wir mal kurz holen. So, ich schau mal kurz hier, mal kurz stoppen. Was sind denn das für welche? Das sind Fettmaisflüts sind das. Und die R-Direktive. Ich glaube, ich nehme die R-Direktive, die nehme ich hier. Das sind die hier. Die nehme ich, da brauche ich noch ein bisschen was von Yoki. Ein bisschen Yoki-Zeug, du darfst übrigens wieder fahren. So, Yoki-Zeugs brauche ich. Yoki-Zeugs, wo seid ihr? Hier ist Yoki-Zeugs, was brauche ich denn für Yoki-Zeugs? Ich brauche Yoki-Zeugs, diese komischen, diese Dinger, sind das die? Ah, wo die auch geil gewesen wären. Egal. Das ist jetzt ein Lavazug. Wieso steht der Zug da hinten bei dir? Welcher Zug denn? Der lange. Hey, der steht da direkt vorm Tor. Na, der wird... Ach, wir haben bestimmt hier keine Signale drauf, oder? Der wartet bestimmt wegen irgendein Signal. Ja, der Supportzug ist gerade in der Waschstraße. Ja, ich muss hier mal ein paar... Ich fahre mal kurz mit dem Zug mit und setz mal ein, zwei Signalchen. Ich dachte, warum geht denn jetzt gerade mein Leben runter? Stand auf der Strecke. So, ich mach mal ein paar ein, zwei Signalchen. Dann kann ich auch gleich mal den Namen ändern. Nein! Ach Gott. Ich setze immer mehrere Signale auf einmal. Das ist nicht gut. Nein, schon wieder drei Stück auf einmal gesetzt. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe drei Signale auf einmal gesetzt, gerade hintereinander. Naja. Doof. Hier muss auf jeden Fall noch eins irgendwie hin. So, jetzt kann ich schnell mal den Namen ändern von dem Bahnhof. Koslany heißt er. Das ist nämlich die Waschstraße. Ich wollte gerade sagen, wieso heißt er noch Koslany? Einladen. Ja, weil wir es nicht gemacht haben. Und dann wollte ich gerne wieder zurückfahren. Hier fahre ich gleich mal zurück. So. Das wird sehr schön, wird das. Juhu. Ja, jetzt habe ich da irgendwie Dreier-Signale hintereinander gesetzt. Naja, wenigstens ist die Strecke ein bisschen unterteilt. Was aber doof ist, dann stehen die mitten auf der Strecke rum, aber...
Alter, drei Signale hintereinander, wie dumm, ey. Ja, ich komme jetzt gleich nochmal welche, da sind nochmal drei. Oder zwei, sah aus wie zwei. Hier habe ich es geschafft, nur einzusetzen irgendwo. Da, nur eins. Das war toll. Das war meine Glanzleistung für heute. Und jetzt rausspringen, kann ich einfach rausspringen? Nein, ich stopp einfach mal. Fahr einfach per Hand weiter. Tutu, tschuku, tschuku. Oh nein! Ah, hier habe ich vergessen. Hier muss man ja lenken. Hier muss man ja lenken. Auch rückwärts fahren dauert ein bisschen bei dem Zug, aber der soll ja auch nie rückwärts fahren, der soll ja auch immer geradeaus fahren. Also, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, in welcher Reihenfolge der jetzt ist. Eigentlich egal, ne? Ich hau das einfach hinten dran. Nee, die Reihenfolge ist nicht egal. Oder? Warte mal. Waschstraße, der fährt dann zur Waschstraße, also das heißt, der Supportzug sollte nach dem Kupferfeld, warte mal. Ah, ich hätte mal ein paar Krakau-Mauern holen sollen. Diese ganze Lava-Geschichte hier ist so komisch. Nee, der fährt auf dem Über. Nach der Kohle, genau. Nach der Kohle kommt jetzt noch eine Haltestelle dazu. Tutu. Hast du den schon einen Namen gegeben? Wem? Wem denn? Unsere Schmelze. Hab ich. Okay. Mega-Schmelze. Megaschmelze Erze und Lava. Und Jägerschmelze, ja, genau. Lava! Lava baust du gerade, ne? Ja, ich bin gerade hier dran, diese ein. Ja, das zum Reinpumpen zu bauen. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt schon hier richtig ist. Ich hasse das, wenn ich nicht genau weiß, wo der Zug einfährt, wo der nachher stehen bleibt im Endeffekt. Lavaquelle. Fahr mal bitte zur Lavaquelle, danke. Okay, der ist eingebaut. Tutu, tschakka, 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 tschakka. Und dann bleibt man hier stehen. Bitte nice. Zur Station springen. Ich muss ja echt mal ein paar Lampen setzen, was wieder nicht geht, weil hier wieder kein Strom ist. So. Gut, dann kommen jetzt hier, immer wenn ich reinzoome, dann ist es wieder wieder weg. Hier kommen jetzt die Pumpis rein, die vier Stück, die kommen hier so. Eins, zwei, eins, zwei. Die pumpen das Zeug dann rein. Und jetzt muss ich mal kurz schauen. Wir haben hier noch einen Tank dazwischen geschoben gehabt, weil das cooler ist, das Rohöl da zu deponieren. Haben wir noch irgendwie einen Tank? Habe ich sowas einstecken? Natürlich nicht, weil wer hat schon einen Tank einstecken? Das hat eigentlich niemand. Es müsste eigentlich so ein großer Megatank eigentlich sein. Ich habe aber einen Tank einstecken. Was denn für einen? Aber nur ein Lagertank MK1. Nee, ich werde es einen unterirdischen holen. Größer als der Standardtank, aber an den Inhalt kommen sie nur mit einer Pumpe heran. Ja, 15k. Ja, ja. Der große wäre natürlich besser. Da müsste ich wieder Yoki-Zeug holen. Und hier brauche ich noch Strom. Ich brauche Krakon-Mauern. Okay, wir fahren gleich nochmal runter. Okay, der ist in Ordnung. Dann müssen wir den hier noch umstellen. Tutu. Tutu, 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 tutu. Und hier noch eine Kiste hin. Nein, Autosave. Oh, wir sind schon bei 28 Minuten. Oh mein Gott. Was? Ach Leute, es ist so schwierig. Obwohl wir an zwei Baustellen gleichzeitig bauen, kommen wir nicht voran. Wieso steht denn hier der Zug einfach rum? Hä? Schlimm, ne? Wieso steht da bloß ein Zug rum? Was ist denn hier los? Steht mitten auf der Strecke ein Zug? Hä? Ist da wieder irgendwo ein Zug hängen geblieben? Das ist der Ölzug. Wieso steht der hier einfach nur? Guck mal, Tenji, der steht bei mir hier. Kann das sein, dass er das ganze Gleis blockiert? Weil ich hier einen Zug drin stehen habe. Hier ist rot, ja, Moment. Ach, da, natürlich muss ich da irgendwo mal ein Signal setzen. Ja, ich setze ein Signal. Ja, wo ich vorhin gesagt hatte in der letzten Folge, es ist sinnlos, ein Signal zu setzen. Nein, ist es nicht. Hat schon irgendwo einen Sinn. Ein kleinen. Ja. So. Ja, jetzt steht er hier mitten auf der Kreuzung, stand er geradeaus, passt schon. So. Mit dem wollte ich jetzt eigentlich, nee, mit dem nicht, sondern mit dem wollte ich einfach nur in die Basis fahren. Was natürlich ein bisschen blöd ist, weil der jetzt alles blockiert. Aber wir werden in der nächsten Folge, ich werde mich jetzt ein bisschen mit ein paar Sachen mal ein bisschen eindecken. Weil das wäre schon ganz wichtig irgendwie, dass wir da mal was Ordentliches haben. Und der steht jetzt einfach nur dumm in der Gegend rum und blockiert gleich alles. Shit, ey.
Ja, da werden wir uns gleich noch ein bisschen eindecken und dann können wir oben endlich das Lava-Ding zu Ende bauen. Gut, dann würde ich sagen, ich war der Tenshi. Mit dem Old Bull. Hier von Synoops Kanal. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Mo. Juhu.